Grüezi, guten Tag. Ich habe hier das Thema heute, ich habe eine gefrorene Kupplung. Wir haben hier ein Kühlaggregat, Standard BD35 Seckop, ein Ofendampfer und wir haben hier die zwei Kupplungen. Die eine Kupplung ist vereist, Symptom, was hier auftreten kann. Es gibt zwei Kupplungen. Die eine ist die sogenannte Saugleitung, das ist die Leitung, wo das Gas zurückfließt. Und die andere ist die Druckleitung, wo das Gas in das Kühlelement geht. Wenn die Druckleitung, also das ist da, wo das dünne Kabel hier weggeht, vereist, gibt es zwei Versionen. Punkt 1, es ist massivst zu wenig Kältemittel drin. Wirklich massivst. Oder die Kupplung ist nicht angezogen. Das heißt, nur so von Hand ein bisschen angezogen, dann ging es nicht mehr, hat man nichts mehr gemacht. Das heißt, wenn man diese Kupplung jetzt hier mit dem passenden Schlüssel anziehen würde, geht die Vereisung weg. Die Kupplung immer mit zwei Schlüssel anziehen. Ich ziehe die Kupplung hier an. Das geht also noch mehrere Umdrehungen. Dann geht auch die Vereisung relativ schnell weg, ohne dass man was macht. Auch das Anziehen der Kupplung. Wenn es nicht mehr geht, auch bei den Kupplungen, hier nochmals eine Viertelumdrehung richtig anziehen. Auch bei der Druckseite kann es auftreten, dass diese vereist. Das ist also die Leitung, die oben hier in den Kompressor geht. Wenn das bei dieser Kupplung auftritt, dass die vereist, ist zu viel Kältemittel drin. Oder die Lage vom Verdampfer schief und so weiter. Also wenn hier Eis entsteht, zu viel Kältemittel, dann müsste hier ein bisschen Kältemittel abgesaugt werden. Also so drücken auf Schraderventil ist verboten, darf man nicht die Umwelt entlassen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, dass Sie hier drauf drücken sollen eine Sekunde. Machen Sie sich strafbar. Bei den aktuellen Kältemitteln, R134a und ähnliches, bei den neuen Kältemitteln ist das wieder eine andere Sache. Also die Kohlenwasserstoffe, das ist im Prinzip das gleiche wie Grillgas, nur ein bisschen sauberer. Da kann man, ich sag mal, vielleicht wieder ablassen. Ich habe vor 30 Jahren in der Schule gelernt, zum Entleeren einer Anlage, sowas, nimmt man einen Gartenschlauch. Für größere Anlagen einen ausgedienten Feuerwehrschlauch und leitet das Ganze ins Freie. Ja, das war vor 30 Jahren. Heute ist das absolut verboten. Eben, hier die Kupplung, auch zum Montieren der Kupplung. Ich kann jetzt hier diese Kupplung aufmachen. Die ist jetzt nicht ganz angezogen. Der Kompressor läuft noch. Hier ist dann idealerweise den Kompressor abzuhängen. Wir können beide Kupplungen aufmachen, durch die Wand fahren und hier wieder verschrauben. Jetzt unsere Leitungen vom Aggregat zum Verdampfer sind Standard 1,5 Meter. 1,5 Meter reicht in der Regel. Wir haben aber auch die Option zu sagen, wir machen hier 10 Meter, was Sie so halt brauchen, können Sie bei uns bestellen, einfach Standard eine längere Leitung. Was wir teilweise fertigen, ist hier jetzt 1,20 Meter Verlängerungsleitung, die mit dieser, also es sind an sich zwei Leitungen, mit diesen könnte man die Leitung verlängern, ist aber
relativ aufwendig und auch schwer zum Einregulieren. Also besser direkt eine lange Leitung bestellen, so ist es besser zu montieren. Ich hoffe, Ihnen hiermit gedient zu haben und wünsche Ihnen einen schönen Tag.